die nächste Gruppierung. In der neuen Luzerner Zeitung, wenn du von Konfettis redest, haben wir übrigens können lesen, dass nach dem letzten schmutzigen Donnerstag tonnenweise Konfetti dann auch wieder zusammengewischt worden sind. Also ich meinte, es sind etwas über 20 Tonnen gewesen, wo wir da an Abfall von der Luzerner Fasnacht zusammengewischt haben. Was sie in kürzester Zeit herbringen. Und sie sind sehr, sehr gut gelaunt. Also wir haben schon ein paar Mal haben sie uns irgendwo von einem Platz langsam müssen. Natürlich vertreiben, weil wir ja meistens nie heim wollen. Aber es ist nicht etwa so, dass sie verrückt sind. Nein, sie nehmen etwa noch eins mit uns. Und wir sind schon dankbar, dass sie uns die Stadt wieder super putzen. Die Konfetti werden dann zusammengenommen, werden wieder geleimt und dann frisch gestanzt. Für nächstes Jahr. Genau so stelle ich mir das vor. Nicht ganz. Genau so stelle ich mir das vor. Aber was wir noch einen kleinen Stolz haben, zu sehen, dass wir den sogenannten den Konfettispray oder den Luftschlangenspray, dass wir den können zu der Stadt ausbedienen.